So, da bin ich wieder. Und Shari, Hallihallöchen. Wie geht's? Habt ihr Spaß in eurem Urlaub? So, weiter geht's. Gucken wir uns noch ein bisschen in der Kolonie um. Was haben wir denn noch hier? Ja, machen wir mal die beiden Nebenquests hier. Mit den Leuten reden. Oh, da hinten ist noch ein... Oh, Schraubibi. Habibi, wie geht's, Schraubibi? weil die hat Lebnis in Schrotthäufchen verwandelt. Mächtiger Gast Rates. War beinahe fertig. Stärkster Lebnis, stärkster Manöver. Stärkster Manöver, alles umsonst. Was soll Schraubibi jetzt mit freier Zeit machen? Schraubibi ist mein Habibi, du. Hello, gut und dir? Mir geht's auch super. Vermisse nur so zwei Stöpsel in meiner WG. Ja, bis jetzt super. Vermisse nur meinen tollen Bruder. Ich meine, danke. Ich dich auch. So, reden wir mit UZ. UZ, hör mal. siehst du nicht, dass ich arbeite? Das sehe ich. Danke für deine harte Arbeit. Solange es dir auffällt. Bin ich die Einzige, die Schwierigkeiten hat zu erkennen, wer Kommandeur ist? UZ, lass uns etwas machen. Oh, du willst also etwas machen, wie? Wir müssen die Kolonie wieder beruhigen. Das hat Priorität. Gab es Unruhen, seitdem die Flammenuhr zerstört wurde? Ich weiß nicht, ob ich es Unruhen nennen würde. Die Nopon. Oh, hahaha. nur, dass jetzt das Kämpfen aufgehört hat, ist die... was? Nur, dass jetzt das Kämpfen aufgehört hat, ist die Wartung von dem Wissen nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe mal irgendwas falsch gelesen. Mir liegen ständig alle in den Ohren, dass sie nichts mehr zu tun hätten. Die suchen alle nach etwas, das sie tun können. Genau wie ich. Alle könnten sich an Doric beteiligen. Doric? Ist das dieser riesige Livnis? Genau. Ich habe doch versprochen, dass ich ihn zum besten Livnis mache, den es je gab. Das ist derjenige, der den der Konsul gebaut haben wollte, oder? Helft ihr mir damit? Nunu? Kann wohl nicht schaden, wenn Riku mit Klitzefitzel Rat zur Seite steht. Yippie! Ich kann euch nicht davon abhalten, an dem Ding zu arbeiten. Aber ihr bekommt dazu keine Materialien von uns. Ja, ja, wir haben nur genug Materialien. Verstanden. Ich berge das Zeug selber. Also dann, lasst uns ein Lebnis bauen. Was haben wir davon, wenn wir ihn fertig bauen? Gute Frage. Nichts. Aber solange es die Nopon glücklich macht, tut ihr mir einen Gefallen. Ob er jetzt wie ein üblicher Kommandeur handelt oder nicht. Man merkt, dass ihm die Kolonie wichtig ist. Wir können dir dabei helfen, Materialien einzusammeln. Was meinst du, Lanz? Ja, ich bin Lanz. Ihr helft uns? Na klar, ich finde die Idee gut. Ich war ja auch derjenige, der dir gesagt hat, dass du dich mehr einbringen sollst. Danke. Repapa ist verantwortlich für Doric. Er wird euch sagen, was gebraucht wird. Klasse. Klasse, klasse. Good to add more names. So, was will Repapa denn? Waldi hat mega große Hilfe. Repapa dankt Waldi. Wie sich gehört für gutanständigen Boss. Repapa. Boss? Ja, genau, Boss. Oh, Shari. Ja, du bist einfach schon 6 Jahre hier. Okay. Ein Flex, willst du? Okay. Bup, bup. Bup. So. Zack, zack. Schub, 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 schub.
Was haben wir denn? Boss? Waldi war mit Repappa Schüler von Meisterporn. Repappa hat im Grunde viel um Waldi gekümmert. Und jetzt schaut Repappa nach Dorik und Meckerfreund und nach UZ, wenn Zeit ist. Repappa ist guter Boss. Jetzt, wie sieht Repappa denn aus? Oh, er hat eine Brille, das heißt, er ist schlau. Aber danke, dass du vorbeigeguckt hast, Shari, übrigens. Wie auch immer, Freunde wollen Materialien suchen, findet Repappa sehr lieb. Was? Oh, sorry, das ist Noah, das ist nicht Repappa. Was sollen wir denn genau machen? Zuerst müssen Freunde viele Materialien aus Aethia und Faunus aufspüren. Materialien müssen sorgfältig, sorgsam untersucht werden, also zuerst zu Repappa bringen. Gegend um Kolonie 30, voll von einfach zu sammelnden Durchbohrern. Hurtig, sportig. Good to add more names. Okay. Ihr habt Material gefunden? Ah, okay, da will wieder ganz viele Sachen. Oh. Uiuiui. Ui, ui. Könnte teuer werden, ha? Huh? Oh, das hat perfekt gepasst. So muss das. Hohoho, Phase 2 ist abgeschlossen. Danke an alle. Phase 2? Bis jetzt hatte Repappa immer nur vorrätige Teile zusammengeschraubselt. Doch jetzt können fundamental wichtige Bereiche endlich gebaut werden. Phase 3 beginnt. Wird ganz schnell fertig, wenn so eifrig fleißig gearbeitet wird. Nur mal eine kleine Frage. Wie viel fehlt denn noch? Ist komplett fertig nach Phase 10. Ist er denn ernst? Freunde dürfen, oh Gott, wie habe ich Rico nochmal gesprochen? Habe ich denn auch so wie Dingens gesprochen? No problem. Und Martin, mein Bruder, wie geht's, wie steht's? Einen wunderschönen guten Abend, dir auch, mein Bruder. Uiuiui. Die Stimme zu sprechen geht immer auf meinen Hals zu. Freunde dürfen jetzt nicht aufgeben, müssen Versprechen halten. Da ist ja jemand ja richtig in Frage gekommen. Wer hätte das nicht? Ohoho, bitte Materialien sammeln und Repappa bringen. Dort wird uns schon, was? Dort wird uns Schutz bieten, wie nie jemand zuvor. Wird unser mächtiger Wächter sein. Ach ja, das will ich sehen. Das wirst du auch. Auf Stufe 10. Wir haben jetzt Stufe 2 geschafft. Das wird teuer. Das wird teuer. Ich muss dir so eine Liste machen, wie du wen sprichst. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich wen spreche. Und es gibt zu viele Charaktere in diesem Spiel. Das ist das Problem. Ich habe halt einmal meine weibliche Stimme, wo ich auch so ein bisschen Abänderungen machen kann. Meine männliche, meine dunkle männliche, die ich Lanz gefühlt nur gebe. Und meine No-Porn-Stimmen, wo ich dann Krätze kriege. Aber ja. Passt schon so, passt schon. Oh, was sagt Meckerfreund? Kannst du jetzt reden? Ich kümmere dich gut um Repappa, Meckerfreund. Wie boop. Ich sehe schon, du wirst ungeduldig. Ich werde dann auch mein Bestes geben, was das Sammeln von Bauteilen angeht. Oh. Okay, Papa hat ein Fragezeichen über seinem Kopf, das heißt wahrscheinlich, der will noch mehr. Und viel Tee trinken. Tee trinken macht gar nicht mal so wenig Sinn. Klingt gut. Ich habe immer mein Wasser dabei. Das gibt es zumindest im Stream. Vielleicht nach dem Stream dann einen Tee. Wenn ich nämlich im Stream Tee trinke, habe ich glaube ich das Problem, dass der kalt wird. Oder zu heiß am Anfang ist. Meckerfreund gibt ganzes Robo selbst. Wenn Repappa nicht aufpasst, dann bleibt Repappa zurück. Als Boss muss Repappa Vorbild sein. Dorikbau läuft gerade supidupi nach Plan und ist in Phase 3. Freunde bringen Materialien, richtig? Dann macht Papa fix schnelle Begutachtung. Okay. Das ist echt kacke jetzt. Okay, wir müssen Sachen sammeln, die wir noch nicht haben. Buh, reicht nicht. Danke.
Ich möchte ihn schon irgendwie, zusammenbauen. Das sieht schon cool aus, ne? Wir haben jetzt den Arm von ihm gemacht, ne? Aber das ist erst für Stufe 3. Wir müssen auf Stufe 10 bringen, bevor der funktioniert. Kauf dir eine Thermos. So, was hat Van denn zu sagen? Hey du, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, so, dass du vier Glücksklee sammelst. Das stimmt. Bist du eine Frau oder ein Typ? Du bist ein Typ. Okay. Du musst wissen, die Piloten hier, besonders die von Einheit 4, sind so leichtsinnig. Gestern erst ist wieder was passiert. Ich hoffe wirklich, ich habe bald meine sieben Stück Klee zusammen. Er sammelt sie also für die Piloten. Bist du auch Sammlerin? Dann solltest du dir mal den Laprell-Hügel ansehen. Dort habe ich schon Erfolg gehabt. Klasse, danke dir. Nur ganz kurz meinen Stuhl nochmal hochmachen, warte. Oh. Oh. Gut, sollen wir nochmal gucken, ob wir unten hin können, da wo wir eben nicht hin konnten. Jetzt auf der anderen Seite auch eventuell was. Erkundungstour ist natürlich wie immer ganz wichtig. Nee, hier jetzt nichts. Bitte ist die unsichtbare Wand weg. Bitte, 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 bitte. Die unsichtbare Wand ist... Ich glaube, sie ist weg. Ja, sie ist weg. Ah, okay, das ist das Symbol. Und so Dingern können wir jetzt auch hoch. Sehr schön. Bikehöhle. 280 EP. Sehr schön. Ich habe mal ganz kurz geguckt, wie es unseren Charakteren geht, von der Stufe her. Sieht alles sehr gut aus bisher. Weiter geht's. Schlag mal mit dem Schwert. Was? Schlag mal mit dem Schwert gegen. Wenn es eine Fake-Wand ist. Leider kein Elden Ring. Wo ich auch sagen muss, in Elden Ring gab es gar nicht mal so viele unsichtbare Wände, ne? Also diese, heißt ja nicht unsichtbare Wände, aber Dingenswände gab es nicht so viele. Wir gehen erstmal hier lang, ne? Immer erst den Weg, wo man nicht richtig geht. Gehen. In Dark Souls gab es immer mehr. Gerade am Anfang in Elden Ring gab es kaum welche. Nach Godric kamen erst so ein paar, ne? Mit Renala und so. Hab Stufe 30 geschafft. Mein Glückwunsch, Basti. Kannst du auch schöne Sachen tragen. Ist da hinten was? Ein paar Materialien nehmen wir mit. Wir müssen ja ganz viel Materialien sammeln für Borik. Dorik. Dann spiele ich dann schon wieder 3 Stündchen. Ordentlich. Hüpf. Ich glaube, wir bauen mir alle Juwelen zusammen auf Stufe 2. Ich baue die Juwelen immer, wenn wir die Sachen dafür haben. Eventuell sollte ich auch die Nopon-Münzen dafür ausgeben. Eventuell. Wir haben ja, wie viel haben wir jetzt? 70 Silber und 16 Goldmünzen. Da können wir auf jeden Fall ein paar von entbehren. Was haben wir hier Seltenes? Ein rundes Fragment. Nehme ich doch gerne mit. Eine Eintagspflaume. Ein Karzwoffel. Ein Salzkohl. Boah, das ist einfach Kohl, der schon gesalzen ist. Ich find's gut, dass der Trick immer noch funktioniert, um schneller runterzukommen. Also ich drücke immer springen,
während ich da bin, dann lässt er los. Und wenn man dann wieder in die Richtung von den Wurzeln dann geht, dann... What? Dann hält er sich wieder dran fest, dass man nicht den Fallschaden kassiert, so wie wir jetzt gerade. Wo gehen wir eigentlich jetzt gerade hin? Oh, stimmt, Harmoniediagramm. Gott. Kolonie Sigma, da sind nur Sigma-Mails drin übrigens. Ja. Ich wollte aber Karte. Bin raus für heute, gute Nacht. Jo, Lustig, danke, dass du auf jeden Fall dabei warst. Hab mich wieder sehr, sehr gefreut. Und dir noch eine gute Nacht, mein Guter. Habt ihr noch Ferien? Ich glaube, noch habt ihr Ferien, oder? Bin ich ganz sicher. Bin da nicht auf dem neuesten Stand. Wir wollen... da hinten hin, ne? Ich glaube einfach dem Ding hinterher, was jetzt momentan ist.